Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Letztes Mal hier gespeichert, aber noch gar nicht mit den Personen hier geredet. Dann tun wir das mal. Warum gehst du nicht nach oben und tausch Pokémon mit deinen Freunden? Ich habe keine Freunde. Dadurch erhöht sich die Vielfalt deiner Pokémon. Der Level der Pokémon, die du durch Tausch erhältst, steigt schnell. Das ist gut zu wissen, ich habe trotzdem keine Freunde. Dieser Bill, ich hörte, für seltene Pokémon würde er alles tun. Wirklich alles? Vielleicht nicht das richtige Thema hier. Bill besitzt viele Pokémon, er hat einige sehr selten in seiner Sammlung. So. Ich dachte, er hätte nur ein Evoli, aber das erfahren wir erst später. Hat man dir schon von Bill erzählt? Ja, jeder redet hier von Bill. Jeder nennt ihn den Pokémaniac. Ich glaube, die Leute sind bloß neidisch auf Bill. Wer würde denn nicht mit seinen Pokémon prahlen? Eine gute Frage. Eine sehr gute Frage von dem alten Opa. So, gleich in die Arena am besten. Azuria City, Pokémon Arena, Arena-Leiterin Misty. Die Burschikose Meerjungfrau. Was ist denn eine Burschikose Meerjungfrau? Das wird definitiv der Episodentitel. Schau mal, ob sie dann nicht Meerjungfrau ist. Ja. Hey, warte, du Champion in Spee. Ich habe einen Tipp für dich. Misty, die Arenaleiterin, kämpft mit Wasser-Pokémon. Du kannst ihnen das Wasser mit Pflanzen-Pokémon entziehen. Elektro-Pokémon dürften sich auch als nützlich erweisen. Na, ein Glück hab ich eine gelbe Ratte, die das kann. Mein schönes Pikachu. Tausch mit Glutexo, der stellt sich hier nicht gut an. Platsch. Ich bin dein erster Gegner. Es geht los. Na, der wird keine Herausforderung sein, aber wir können zumindest von Konstantin lernen, auf welchem Level denn die Pokémon ungefähr sind. Ein Seepeer, ein schönes Pokémon. Da müssen wir vielleicht ein bisschen trainieren. Donnerschock. Wir sind nur 4 Level voraus und das bei den Pimpf-Trainern. Na gut, wir haben ein sehr effektives Pokémon und ein mitteleffektives und ein gar nicht so effektives. Ein Muschas. Oh, das mag ich nicht. Das streckt mir schon so die Zunge raus. Das wäre mal elektrisieren. So. Sehr effektiv. So, das Pikachu muss aber durchhalten hier. Weiß nicht, ob wir Misty und ihre Starmies besiegen können. So. Alter, der hat aber nicht viel Geld in seine Badehose gesteckt. Oh. Wie? Du? Ich bin schon zu gut für dich. Misty muss ich nicht mit dir abgeben. Was ist das denn für eine? Wieso hat die überall einen grünen Anzug an? Ist das eine Pfadfinderin? Ein Picknicker, Gwendolin. Und sie hat nur ein einziges Pokémon. Ein Goldini. Jetzt hat sie gleich gar kein Pokémon mehr. Weiß gar nicht, warum die sich so aufführt. Das ist aber auf Level 19. Na, die weiß wohl nicht, dass Routenschlag hier nichts bringt. Vor allem, da ihr Goldini jetzt gleich verschwindibust. Boah. Sehr effektiv. Yay, Pikachu ist aufgelevelt. Kannst du jetzt was Besseres? Nee. Wendolin ist besiegt und überwältigt worden. Und wenigstens hier $380 gewonnen. Du musst neu sein. Ich hab dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich eine Pokémon-Taktik erarbeiten. Auf welche Weise fängst du deine Pokémon? Meine Strategie basiert auf dem gnadenlosen Offensiveinsatz von Wasser-Pokémon. Ja, ich habe gern ein gemischtes Team. Ja, und Misty sieht leicht bekleidet aus, so habe ich sie in Erinnerung. Stern, du auf Level 18, ich habe ein Pikachu auf Level 21. Frag mich, wer hier als Sieger vom Platz gehen wird. Aquawelle. Los, Pikachu, weich aus. Ist nicht ausgewichen. Oh, ist verwirrt. Das ist natürlich doof für uns. Hey, die kann nicht einfach einen Supertrank einsetzen. Bitte verletz dich nicht selbst. Verletz dich nicht selbst. Ah, Scheibenkleister. Da müssen wir einmal wechseln.
Ich würde gern Tauboga nachher einsetzen. Hol mal erstmal unser Nidoking raus. Aquawelle ist, glaube ich, ja, effektiv gegen uns. Wir können eventuell einen Mega-Hieb machen. Ja! Wäre schön, hätte es mehr gebracht. Und jetzt sind wir kaputt. Nidoking ist schon mal weg, das ist gar nicht gut. Mensch, ich muss mich besser auf die Arenen vorbereiten. So, ein Carpador ist zumindest ein Wasser-Pokémon. Jetzt können wir aber in Beutelgienten einen Trank auf unser Pikachu werfen. Aquabelle. Ich glaube, da sind wir weg. Ja. Obwohl es nicht sehr effektiv ist. Mensch, Mensch, Mensch. Hätte ich mal das Carpador trainiert, so Tauboga. Wir werden jetzt alle verbrauchen, bis aufs Pikachu, weil Tränke habe ich eh nicht mehr. Windstoß. Aquawelle sollten wir noch nicht sofort den Gar ausmachen. Und Windstoß ist auch nur so mitteleffektiv. Ja, zumindest das Stern. Du sollt... Oh, ein Volltreffer. Hätte uns beinahe den Gar doch ausgemacht. Aber wir haben es nochmal geschafft. Starmie wird eingesetzt. Jetzt wechseln wir doch das Pokémon. Pikachu, zeig, was du kannst. Wird wieder ein Kampf auf Leben und Tod. Und die hat nur zwei Pokémon und ich habe 6 Stück. Von denen 3 einigermaßen trainiert sind. Donnerschock, komm, mach's sofort fertig. Oh, das ist eine schwache Attacke. Ja, es ist paralysiert. Es greift eventuell nicht an. Und die erste Attacke wurde schon blockiert. Wunderbar. Nochmal Donnerschock. Ich bin wieder positiver gestimmt. Wir haben eine Chance hier. Nein, das kann Genesung. Was soll denn der Mist jetzt? Ah, ich habe vergessen, wie fies die Arenaleiter damals waren. Das macht echt Spaß. Und die Paralyse ist echt effektiv. Also Statuseffekte, vor allem gegen einen, waren super nervig in den früheren Spielen. Aber jetzt ist es für die anderen auch mal nervig. Ist das nicht schön? Nochmal Donnerschock. Das hat noch keinen Treffer gelandet. Ja, es ist weg. Wir haben gewonnen. Pikachu erhält ordentlich EP. Wir besiegen Misty. Wow, du bist sehr gut. Alles klar. Ich überlasse dir den Quellorden als Zeichen deines Triumphes. Wir gewinnen ordentlich Kohle. $2.100. Der Quellorden lässt alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehlen gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Deine Pokémon können den Zerschneider nun jederzeit einsetzen. Du kannst kleine Büsche zerhacken und so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch meine Lieblings-TM. Bestimmt Aquawelle TM3. TM03 ist die Aquawelle. Wasser-Pokémon können diese Attacke erlernen. Dankeschön. Schön gegen dich zu kämpfen, aber ich bin froh, dass wir jetzt hier fertig sind. Sogar mit dem ersten Versuch ganz schnell ins Poké-Center. Ganz schnell ins Poké-Center. Ja, ja. Weniger labern, mehr Pokémon heilen. Sowie, die sind wieder topfit. Dann müssen wir hier noch schön einbrechen in die anliegenden Häuser. Oh, hier ist ein Knirps oder eine Knirpsine. Wenn der Schlamusch nicht im Weg wäre, könntest du den kleinen Baum fällen. Dann könntest du auf die andere Seite. Aber es gibt auch einen anderen Weg. Danke für den Tipp. Opa und Oma. Hallo, willst du deinen Quapucci nicht gegen einen Roshanna tauschen? Theoretisch ja, ich habe aber keins. Wenn du nicht magst, kann man nichts machen. Mein Mann tauscht für sein Leben gern Pokémon. Bist du auch ein Sammler? Würdest du bitte Pokémon mit ihm tauschen? Er lässt mich damit nicht in Ruhe. Das letzte war vielleicht dazu gedichtet. Ein mittelalter Mann. Du erstellst eine Enzyklopädie der Pokémon? Das klingt lustig. Ich bin ein lustiger Typ, ja.
Ich hätte gern ein rotes Fahrrad, aber ich würde nicht damit fahren, damit es nicht schmutzig wird. Ja, deswegen fahre ich auch mein Fahrrad nicht. Nicht, weil ich einfach faul bin. Ich möchte ein Hollandrad. Komisches Wort. Ich möchte ein Hollandrad kaufen. Ein Mountainbike hat keinen Gepäckträger. Das ist sinnvoll. Die Fahrräder sind ziemlich cool, aber unheimlich teuer. Wirklich so teuer? Hallo, willkommen im Fahrradladen. Wir haben garantiert das richtige Fahrrad für dich. $1 Million. Ja? Es tut mir leid, du kannst es dir nicht leisten. Besuch uns doch wieder. Meine Fresse, die Inflation heutzutage. Pokémon hat es gut vorausgesehen. Noch ein Opa. Zu viel Zeit und zu wenig zu tun. Passiert nirgendwo etwas, das mich unterhalten könnte. Vielleicht hier im Fernseher. Ein Pokémon ist im Fernsehen. Es scheint Spaß zu haben. Im Gegensatz zum Opa. Könnt ihr sein Haus mal umdekorieren? Sieht aus wie jedes andere. Lamus macht ein Nickerchen. Ein lahmes Lamus. Lamus, zurück. Nein, nicht. Es ist schwer, ein Pokémon zu kontrollieren. Ob dein Pokémon gehorcht, hängt von deinen Fähigkeiten als Trainer ab. Das habe ich schon mal irgendwo gehört. So auf jeden Fall ran an die Pokebälle. Benutze einen Schutz, um Käfer und schwächere Pokémon von dir fernzuhalten. Für optimalen Schutz solltest du das stärkste Pokémon an die Spitze der Liste setzen. Wenn das Pokémon, das an erster Stelle steht, stark ist, wirkt Schutz noch besser. Das ist eine gute Information. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Das hoffe ich doch. Wir brauchen eine undefinierte Menge an Pokebällen. Wir besitzen 3, dann kaufen wir mal 12 nach. Subi. Und dann Tränke sind zwar nicht so wertvoll. Kaufen wir mal 5. Ja, nicht das ganze schöne Geld verprasseln. Schutz, wenn wir in die Höhle müssen, vielleicht auch mal 5 Stück. Ja. Nein, das passt. Oh, das ist eine echte Lady. Besitzt du Sonderbonbons? Gibt man einem Pokémon ein solches Bonbon, dann erreicht es den nächsten Level. Das ist gut zu wissen. So, in das Haus können wir nicht einbrechen. Haben wir mit dem geredet? Du bist auch ein Trainer? Zu sammeln und zu kämpfen ist nicht immer so leicht. Das ist richtig, Rocco hat mir ordentlich auf die Fresse gegeben. So, was haben wir hier oben? Noch 2 Häuser. Das hat einen Ausgang hinten. Da können wir sogar raus. Nur sehr begabte Trainer tragen Pokémon-Orden. Wie ich sehe, bist du bereits Träger eines Ordens. Nee, wir sind Träger von 2 Orden. Die Orden sind geheimnisumwoben. Also dann, über welchen der 8 Orden soll ich dir etwas erzählen? Besuche mich, wann immer du möchtest. Ich akzeptiere Geschenke, aber keine Geschichten. So, können wir hier noch was machen? Liegt hier vielleicht ein Item? Zumindest sehe ich keinen dunklen Fleck auf der Wiese. Das heißt, ich bin ahnungslos. Vielleicht, wenn wir so einen Item-Detektor haben, können wir da nochmal hin. Aktuell wäre das ein relativer Blindflug. Hier hängt ein Schild. Bärenmühle. Drucktempo-Platzierung. 2 Spieler. Okay. Ich stelle eine Vielzahl Medikamente aus Bärenpuder her. Mit gutem Bärenpuder kann ich jedes Medikament herstellen. Hast du Interesse an Bären? Natürlich. Schön, dann habe ich genau das Richtige für dich. Ein Puderdöschen. Im Pokémon Center gibt es im oberen Stockwerk beim Direct Club etwas Neues. Der drahtlose GBA-Adapter zum Bärenmalen wurde eingerichtet. Da kommst du ins Spiel. Du bist der Einzige, den ich um diesen Gefallen bitten kann. Kannst du mit dieser Maschine Bärenpuder für mich herstellen? Sie steht im Direktclub des Pokémon Centers. Ich werde Medizin herstellen, wenn du mir Bärenpuder bringst. Male Bären und bring mir Bärenpuder. Ich hab's verstanden, alter Sack. Eieiei. Keine Ahnung, was wir mit dem Bären jetzt machen müssen. Aber ich gehe mal kurz auf die Toilette, um mir mein Näschen zu pudern. Hab ja jetzt ein Puderdöschen.
Die Leute hier wurden beraubt, das Team Rocket steckt hinter dem abscheulichen Verbrechen. Sogar die Polizei ist gegen das Team Rocket machtlos. Also wenn ein kleiner Knirps wie ich die ausschalten kann, könnten wir es von der Polizei auch erwarten. Hi Lukas, du bist also immer noch unterwegs. Mir geht es bestens. Ich habe gar nicht gefragt, Kevin. Ich habe jede Menge neue, starke Pokémon gefangen. Zeig, was du gefangen hast, Lukas. Und ob ich das zeigen werde. Eine Herausforderung von dem herausgeforderten Kevin. Tauboga. Das ist ein Flugvieh und wir haben ein Donnervieh. Da bin ich gespannt, was passiert. Also wir haben Elektrovieh. Das ist sehr effektiv. Nein, hör auf uns zu tackeln. Wir müssen dem sein Shiggy bzw. Shillock. Turtok? Shillock besiegen. Yay. Ein Glück habe ich mich mit Tränken eingedeckt. Und Pikachu steigt auf. Es wird immer stärker, oh mein Gott. Ich wollte nicht ins Hilfemenü, aber danke der Nachfrage. Radfratz, natürlich wechseln wir da auf Glutexu. Muss ja heute auch was vor die Klauen bekommen. Ein Ratten-Pokémon und gleich ein heißes Ratten-Pokémon. Ja. Na komm. Shiggy, ach, der ist noch nicht entwickelt. Pokémon wechseln. Pikachu. Shiggy auf Level 18, warum denn das? Kevin, was ist los mit dir? Das musst du entwickeln. So. So kann das Shiggy nicht arg viel überleben. Nein, Panzerschutz. Die Verteidigung steigt, dann braucht man noch zwei Schläge, wenn es schlecht läuft. Nö, ist tot. Der braucht jetzt ein neues Shiggy. Ein Abra. Dann wechseln wir mal wieder zurück. Ja, eigentlich. Ach komm. Glutexu. Mach fertig. So, sein letztes Pokémon. Mensch, da hat er aber nicht gut trainiert. Oder ich bin diesmal einfach besser vorbereitet. Oh, das wollte sich schon wieder verdünnisieren. Ist aber das letzte lebende Mitglied seiner Pokémon-Party und deswegen kann er sich nicht einfach verdünnisieren und austauschen. So, wir haben gewonnen. Kevin wurde besiegt. Hey, schon gut, du hast gewonnen. Hilf ihm. Lukas gewinnt 300 Dollar. Poké-Dollar, was auch immer. Soll ich dir was verraten? Ich war bei Bill und habe mir seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Das hat mir einige Einträge in mein Pokédex gebracht. Bill ist weltweit als Pokémaniac bekannt. Er hat das Pokémon-Lagerungssystem für den PC entwickelt. Du kannst dich bei ihm dafür bedanken. Naja, ich hau ab. Mach es gut. Ja, mach schlecht, Kevin. Mach schlecht. Ah, ja, genau. Du tust mir leid. Nein, wirklich. Du mühst dich immer so ab. Darum will ich dir einen Gefallen tun und schenke dir das. Lukas packt die Ruhmesdatei. Also. Ruhmesdatei. Okay. Ein redseliges Plappermaul wie du. Das ist wie für dich geschaffen. Ich brauche es nicht, da ich mich nicht um die anderen schiere. In Ordnung. Jetzt muss ich aber wirklich gehen. Tschüss. Was ist denn eine Ruhmesdatei? Habe ich ja komplett vergessen. Oh, mein Puderdöschen. Ein Gerät, das dir Infos über wichtige Personen, die dir begegnet sind, in Gedächtnis ruft. Das interessiert mich doch genauso wenig wie ihn. Obwohl ich mich um andere schiere, aber ich kann alles im Kopf behalten. Im Gegensatz zu dem Kevin. So, einmal hochheilen. Wunderbar. Ja, ich komm wieder, wenn es nötig wird. Frag immer noch,
frage mich immer noch, wie die Pokécenter eigentlich Geld verdienen. Route 24 und ein Käfersammler. Das hier ist die Nuggetbrücke. Wenn du uns 5 Trainer besiegst, erhältst du einen wertvollen Preis. Ich glaube, es ist ein Nugget. Willst du dein Glück versuchen? Ja, natürlich. Gibt dir keine andere Wahl. Ein Teenager. Nee, ein Käfersammler Balduin. Und jetzt haben wir ein falsches Pokémon ausgerüstet. Da werden wir Glutexo gleich nach dem Kampf wieder auf die 1 setzen. Sonst müssen wir am Anfang immer so viel wechseln. Fadenschuss. Oh je, meine Initiative sinkt. Dann werden wir es nur langsam verbrennen, wenn es denn darauf besteht. Wunderschön effektiv ist es. Hornliu. Glaubt, wir fahren ganz gut mit der Glutstrategie. Warum das System jetzt ändern? So, dann schick mal Nummer 3 raus. Saftkorn. Zumindest hat er abwechslungsreiche Pokémon. Nicht immer nur ein Raupi. Ich hoffe, der hat als letztes einen Kokuna. Ja, tatsächlich. Entweder ich hatte es noch im Kopf von vor über 20 Jahren. Oh mein Gott. Ich hätte nicht drüber nachdenken sollen, wann ich das gespielt habe. 20 Jahre? Wie alt bin ich denn? Okay, nicht drüber nachdenken. Wir haben gewonnen. So, ein Feuer-Pokémon kommt auf die 1, so wie es sein sollte. Ich bin Nummer 2. Nun wird es ernst. Das will ich sehen, Nummer 2. Eine Göre. Doris. Mit einem Taubsi. Na, wenn die inkrementell stärker werden, haben wir vielleicht beim letzten Pokémon, beim letzten Gegner ein kleines Problem. Aktuell sieht das noch nicht so aus. Leider nicht gelesen, was reingeschickt wird. Miraplar. Totes Miraplar. Also, jetzt. Und als drittes, komm schon, ein Knuffenser. Oh, ich mag Knuffensers. Die sehen immer so schön dämlich aus. Weg mit dir. Wunderschön, besiegt. Göre ist besiegt. Wie konnte ich verlieren? Keine Ahnung. Du hast nicht mal eine Attacke eingesetzt. Ich frag mich da auch. Ein Teenager. Hier kommt Nummer 3. Ich mach dir das Leben schwer. Oh, der ist noch im Stimmbruch. Frieda. Oh, ein Gendarm. Das hat ungefähr auch meine Körperform. Nur ich bin etwas größer. So. Kleine Arme, dicker Bauch. Und ein Retter. Na, zumindest weg von den Pflanzenviechern. Das bedroht mich. Na, wir lassen uns nicht bedrohen. Ich verhandle nicht mit Schlangen. Oh, das hat überlebt und wickelt mich ein. Und fügt mir Schaden zu. Aua. Das hat beinahe wehgetan. Und her mit den schönen EP. Okay, Frieda ist besiegt. Ah, eiskalt erwischt. Tja, wieso sind das eigentlich alles so Jugendliche, die hier eine ganze Brücke in Beschlag nehmen? Das ist doch noch eine Göre, oder? Sieht ein bisschen so aus. Ich bin Nummer 4. Wirst du müde? Nee, eigentlich nicht. Höchstens von eurem Gelaber. Das sind, glaub ich, Sommerferien oder so. Die setzt ein Nidoran ein, das uns hoffentlich nicht vergiftet. Ich nutze mal die den Distanzangriff Glut. So. Teilweise haben Nidorans hier giftige Haut. Das heißt, bei Berührung kann man sich vergiften. Und die hat noch ein weibliches Nidoran. Oh, das sieht süßer aus. Er ist genau... Oh,
das hat überlebt. Mensch, manche Weibchen sind echt stärker. Ein Kratzer. Au, das wollte ich ja nicht machen. Deswegen, wir sind vergiftet worden. Mensch. Ihre Una wurde besiegt. Gut, dann ist noch ein Gegner übrig. Ein Käfersammler. Ich bin Nummer 5. Dich mache ich platt. Auch hier würde ich das gern sehen. Nee, das ist ein Picknicker. Nee, das ist jetzt ein Camper. Ewald. Ein Menki. Aber der hat nur ein Pokémon. Weiß nicht, was er denkt, damit ausrichten zu können. Blut. Kretzfurie. Zweimal getroffen. Wir wurden durch Gift verletzt. Ja. Camper Ewald wurde besiegt. Das war zu viel des Guten. Sehr schön. Alle 5 besiegt. Her mit meinem Nugget. Gibst du mir das Nugget? Herzlichen Glückwunsch. Du hast alle 5 Trainer besiegt. Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Wir erhalten ein Nugget. Möchtest du auch Mitglied des Team Rocket werden? Unsere Gruppierung benutzt Pokémon für teuflische Zwecke. Möchtest du beitreten? Wirklich nicht? Komm schon, werde Mitglied. Ich empfehle dir, ein Mitglied zu werden. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Och, jetzt sind es auch noch Bösewichte. Das hatte ich ganz vergessen. Hat er sich noch umgezogen beim Kampf? Dann wäre mal vielleicht nach dem Kampf das Chicken Nugget essen, was wir bekommen haben. Aber ich fürchte, das ist ein Gold Nugget. Das können wir gar nicht essen. Naja. Ha, bringt nichts. Ich bin eh schon vergiftet. Das nennt sich Vorbereitung. So, ein paar EP oben drauf. Ein Zubat leckt mich doch am Arsch. Selbst in dieser Folge. Ja, bei Team Rocket ist das in Ordnung. Die haben nichts Besseres. Ja, her mit dem Giftschaden. Metallklaue ist ja auch sehr effektiv, habe ich gelernt. Also nicht sehr effektiv, aber gut genug. Komm schon, Glutex und mach's fertig. Gegen das Gift anlaufen. Sehr schön. Okay, der Rüpel ist besiegt. Ah, du bist gut. Danke, ich weiß. Bei deinen Können wärst du im Team Rocket leicht die rechte Hand vom Boss. Denk darüber nach, lass dir diese Chance nicht entgehen. Leckt mich, ihr Banausen, ihr Rüpel, ihr Schufte. So. Mal schauen, ob wir rechtzeitig ankommen. Ja. Alle Pokémon haben soweit überlebt. Vergiftung wurde jetzt auch geheilt. Ist das nicht schön? Ich komme jederzeit wieder. So, wir schauen kurz auf die Pokémon. Wir sind beinahe am Ende der Episode. Das Tauboga, das Nidoking und das Pikachu werde ich auf Level 25 bringen. Den Rest werde ich ignorieren, wie gehabt. Dann wäre es das für die Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis nächsten Samstag.